Seitdem Breitling den neuen Chronomat GMT vorgestellt hat, habt ihr mich gefragt, Konstantin, kannst du mal ein Review dazu machen? Und ja, kann ich, das machen wir heute. Und wir gucken uns dann auch noch den neuen Premier Tourbillon Chronographen an. Ich wünsche euch viel Spaß. Schön finde ich, dass Breitling jetzt auch diesen Gap geschlossen hat zwischen 36 bzw. 38 zu 42 mm. Und viele haben mir unter den Reviews, die ich bis jetzt zum Chronomaten schon gemacht habe, geschrieben, dass sie sich auch eher einen kleineren Chronomaten wünschen würden. Obwohl ich persönlich ja auch finde, dass der 42 mm Chronomat Chronograph eine richtig gute Größe hat. Nichtsdestotrotz, mit der 40 mm Variante haben sie den Gap jetzt sehr gut geschlossen. Das heißt, es gibt ihn jetzt in 36, 38, 40, 42 und dann noch als Super Chronomat in 44 mm. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich in dem Chronomaten ja auch ganz gerne das B04-Werk gesehen von Breitling, aber bei 40 mm Durchmesser mit einem Chronographenwerk und GMT-Komplikation wäre die Uhr hoch geworden. Der Vorteil von dem Chronomaten GMT ist, dass er bei den 40 mm recht flach ist mit 11,7 mm und dann dementsprechend auch sehr gut am Handgelenk liegt. Im Allgemeinen ist die Uhr einfach sehr kompakt. Über die Hörner misst er gerade mal 47,4 mm, aber trotz alledem trägt er sich auch an meinen 18,5 cm Handgelenken nicht so klein und ich finde, er hat die perfekte Größe für so eine Everyday-Carry-Uhr. Natürlich hat auch der neue Chronomat GMT die klassische Reiterlünette vom Chronomaten. Dieses einseitig drehbar und die GMT-Komplikation findet ihr nicht auf der Lünette, sondern auf dem Reo. So könnt ihr auf der einen Seite natürlich die zweite Zeitzone im Auge halten, aber auf der anderen Seite nach wie vor die Lünette für Timingaufgaben nutzen, zum Beispiel zum Eierkochen oder Nudeln kochen oder was immer ihr auch timen wollt. Eine gewisse Auswahl an Farben finde ich gut. Den Chronomat GMT gibt es in 5 Farben insgesamt. Wir haben hier schwarz, grau, grün, blau und weiß. Bis auf das weiße Ziffernblatt haben wir bei allen anderen Blättern einen Sonnenschliff, der sehr gut zur Geltung kommt. Vor allem je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Von daher sollte für jeden auch wirklich was dabei sein. Und auch verarbeitungstechnisch habe ich nichts zu meckern. Die Indizes sind sauber gesetzt, die Uhr hat richtig Bling, gerade in Kombination mit dem Rouleau-Band, aber das kennt ihr auch schon vom normalen Chronomaten. Und ich finde, gerade diese Variante sieht richtig gut aus mit dem Rouleau-Band in Kombination. Wer das aber nicht mögen sollte, kann immer noch zum Kautschukband oder zum Lederband greifen, denn mit 20 mm Bandanstößen ist der Ticker durchaus auch eine Strap-Queen. Werkstechnisch setzt Breitling das Kaliber 32 an. Das ist jetzt zwar kein Inhouse-Werk, aber wie gewohnt natürlich bei Breitling kostzertifiziert und hat eine Gangreserve von 42 Stunden. Die GMT-Funktion bedient ihr natürlich über die Krone, so könnt ihr in der Position 1 auf der einen Seite das Datum verstellen und auf der anderen Seite den GMT-Zeiger. Ich finde es gut, dass Breitling jetzt auch endlich den Chronomaten in 40 mm anbietet, würde mich aber auch noch darüber freuen, wenn sie vielleicht dann irgendwann noch das B04-Werk mit ins Spiel bringen würden, dann bei der 42 oder 44 mm Variante. Breitling, just saying. Optisch und haptisch ist der neue Chronomat auf jeden Fall richtig gelungen und ich kann euch nur empfehlen, den Ticker mal in The Metal anzuprobieren, denn gerade am Arm hat er eine sehr schöne Präsenz und gerade mit der Komplikation ist es echt eine sehr schöne Everyday-Carry-Uhr geworden. Aber wie am Anfang schon erwähnt, hat Breitling ja noch eine andere Uhr neu vorgestellt. Ich spreche natürlich hier von dem neuen Premier Tourbillon Chronographen. Den gibt es in Platin, Weißgold und Roségold. Letztere beiden Varianten haben wir in der Boutique und auch die konnte ich mir ein bisschen genauer anschauen. Auch der Tourbillon hat das klassische Premier-Gehäuse in 42 mm. Die Höhe liegt bei 15,2 mm und die Wadi beträgt 100 Meter. Genauso muss das sein. Das Werk ist das B21 Manufakturkaliber, welches exklusiv in der La Joux-Perret Manufaktur hergestellt wird. Die Gangreserve liegt hier bei 55 Stunden. Die Chronographenkomplikation wurde ein bisschen reduziert, einfach um dem Tourbillon mehr Platz zu geben. Und natürlich habt ihr die Stoppsekunde, mit der ihr Rundenzeiten bzw. Geschwindigkeiten messen und ablesen könnt. Wenn ich ehrlich bin, hat mich Breitling durchaus damit überrascht, dass sie jetzt ein Tourbillon auch anbieten. Auf der anderen Seite ist für mich die Premier-Kollektion auch so, ja, ich sag
sag mal, die alltagstaugliche Dressur von Breitling, vom Gehäuse her, von der Art her, vor allem dann in Edelmetall und am Lederband. Und ich finde, mit der Tourbillon-Komplikation haben sie das Ganze dann auch nochmal auf einen neuen Level gehoben. Und ich finde, es passt einfach sehr gut in die Premiere-Reihe. Aber meine Lieben, ich bin jetzt erstmal richtig gespannt auf euer Feedback und eure Meinung. Was haltet ihr vom Chronomat GMT und vom neuen Premier Chronograph Tourbillon? Teilt das mit der Community und mir unten im Kommentarfeld. Ich freue mich wie immer darauf, euch da unten zu lesen. Ein riesen Dankeschön geht auch nochmal raus an das gesamte Team von der Breitling Boutique in Düsseldorf. Und solltet ihr euch die Ticker mal in the Metal angucken wollen, dann kann ich es nur empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Für mich war es das aber jetzt für heute. Ich packe zusammen, werde noch ein bisschen durch Düsseldorf schlappern und mir noch einen schönen Nachmittag machen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Ganze gefallen und ihr hattet eine gute Zeit. Und wenn dem so war, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn ihr das nicht schon längst dagelassen habt. Danke dafür. Also meine Lieben, passt auf euch auf und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Bis dahin, goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Ciao.